Man hat immer so gedacht, ja, der alte Hase, der weiß schon, wie es läuft. Aber ich war so ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Und man musste mich so hin und wieder ein bisschen ölen. Aber so jetzt bin ich so richtig in Fahrt gekommen. Der Produzent meinte zu mir, ach Silla, das ist wie Fahrradfahren, da kommst du wieder rein. Erzählt Silla Shahin von ihrem Start in der Serie Alles, was zählt beim Wiesenbummel von Kathi Hummels. So ist der ehemalige GZSZ-Star mit seiner Rolle als Mirai nach einer dreijährigen Pause zurück im Serienbusiness. Doch die 37-Jährige ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Mama von zwei Jungs, Ilia und Noah. Jetzt, wo man sie fast täglich im Fernsehen sehen kann, verrät Silla im bunte.de-Interview, wie ihre Kinder reagiert haben, als sie ihre Mama zum ersten Mal im TV entdeckten. Also das kannten sie überhaupt nicht und das war für die auch neu. Und dann hat er letztens gesagt, Mama, ich habe dich letztens im Fernsehen gesehen. Und das war für ihn ganz, ganz neu. Ich so, ja, Mama arbeitet als Schauspielerin. Habe ihm dann das erste Mal so erklärt. Er so, wirklich und so. Und das fand er total toll. Also, ne, die dürfen jetzt nicht so viel Fernsehen gucken, aber meine Sachen dürfen sie schon mal gucken. Und ja, das war für mich, das hat mich auch so ein bisschen, fand es total süß irgendwie. Das hat mich gefreut. Der ältere Sohn ist bereits 5 Jahre alt. Die 37-Jährige erzählt, inwiefern ihre Kinder ihren Beruf als Schauspielerin verstehen. Also das Verständnis ist noch nicht da. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, die jetzt nächste Woche mal mitzunehmen ins Studio und mit denen so eine Führung durchs Gelände und durchs Studio zu machen, damit sie es auch einfach mal verstehen. Ich hoffe, sie sind dabei auch ruhig. Da herrscht immer absolute Ruhe im Studio und das möchte ich unbedingt machen, dass sie mal verstehen, wie das so funktioniert hinter den Kulissen. Es wird allerdings nicht das erste Mal sein, dass die beiden Jungs am Set dabei waren. Denn obwohl ich sagen muss, dass Elia und Noah ja irgendwie auch im Set aufgewachsen sind, weil als ich Nachtschwestern gedreht habe, hatte ich ja Elia immer dabei und war quasi schon schwanger mit Noah. Also sind sie es eigentlich so ein bisschen auch gewohnt. So fließt bei den beiden nicht nur Schauspielblut, sondern sie setzen ihre Schauspielgene auch jetzt schon unter Beweis. Mein Vater ist ja auch Schauspieler und ich muss sagen, die besten Schauspieler sind halt meine Kinder. Die wissen ganz genau, wenn sie was haben wollen, wie sie es bekommen. Und ja, oder wenn sie unzufrieden sind, wie sie es angehen müssen, dass sich die Situation ändert. Die haben echt ein krasses Schauspieltalent.